Von 2,5 Minuten bis 55 Tage ist die Leuchtdauer. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren fantastischen Video auf meinem Kanal. Mir frieren gerade extrem die Pfoten ein, aber nützt nichts. Es müssen Videos gemacht werden und das machen wir. Heute hiermit. Wie ihr seht, das ist mal kein Messer, sondern eine neue Taschenlampe. Und das ist die Olight Warrior 3S. Die habe ich mir geholt bei diesem ganzen Black Friday drumherum. Hat auch Olight extreme Rabatte rausgehauen. Und Neukunden, also ich habe zu der Taschenlampe noch zwei andere Taschenlampen dazu bekommen, zwei kleinere. Eine gab es dafür, dass ich mich nur da angemeldet hatte, die andere gab es für 1 Euro dazu. Also das war schon, da waren schon sehr gute Angebote dabei. Und ich habe zugeschlagen, wie gesagt, bei der Warrior 3S. Kommen wir erstmal auf das Äußerliche. Ihr seht es, ja, hier Taschenlampe, ganz klar, in so einem schönen Metallic-Grün. Gibt es auch noch in Schwarz mit diesem Blau, ich glaube dieses typische Olight, Schwarz-Blau und Camouflage. Wir haben hier diesen Gürtelclip, den ich abnehmen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel lieber diese Tasche benutze, die mir jetzt, ja, weiß ich nicht, ich bin mehr so ein Freund von offenen Scheiden. Wenn ich es natürlich an Gürtel mache oder sowas, ist die Tasche definitiv besser. Wie gesagt, ansonsten Gürtelclip, den wir abnehmen können. Wir haben hier einmal einen Bedienknopf, der mir Akkustand, hier die 4 Leuchten und hier mit der Leuchte, mit der einen, den eingeschalteten Lichtmodi anzeigt. Und wir haben hier einen Bedienknopf, das gleichzeitig zum Laden dient, mit diesem typischen Olight-Magnet-Ladestecker, den ich einfach hinten dran pampe und fertig ist der Lack. So, das ist das Äußerliche. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben hier unsere Linse, LED, wie auch immer. Und wir haben hier hinten, da sieht man so einen kleinen schwarzen Halbkreis. Das ist, es hat einen ganz bestimmten Begriff. Ich kann es euch jetzt nicht sagen. Das ist auf jeden Fall, ich verlinke die Lampe unten auch, ihr guckt es euch an. Wenn ich ab Lichtstufe 3 ist das, glaube ich, die dann schon sehr hell ist. Wir haben maximal 2400 Lumen, glaube ich. Und also aufgeteilt in 5 Lichtmodi. Plus so ein Strobe-Mode, das ist angefangen von Moon, also ein Lumen, bis hin zu 2400 oder 2600. Ihr guckt es euch an, das steht da irgendwo, vielleicht auch in der Videobeschreibung. Und dementsprechend natürlich auch eine Leuchtdauer. Bei einem Lumen sollen es 55 Tage sein und bei maximaler Leuchtkraft dann nur 2,5 Minuten. Das sind natürlich Werte angegeben von Olight. Ob das jetzt wirklich so, weiß ich nicht, aber es sind die angegebenen Werte. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, dieser bestimmte Modus, den ich hier habe, dazu gehört diese kleine Stelle hier, soll verhindern, dass, wenn ich zu nah an ein Objekt rankomme, das dann zu hell ist. Das regelt quasi die Leuchtkraft runter, wenn ich zu nah an etwas rankomme. Es funktioniert, es ist aber auf Video kaum zu sehen, deshalb, das macht jetzt keinen Sinn. Was ich aber jetzt mal machen werde, und zwar werde ich euch jetzt mal einen kurzen Einspieler reinmachen. Und hier können wir jetzt mal die einzelnen Leuchtstufen sehen, angefangen von diesem Moon, der ja 55 Tage bis hin zum stärksten, zum Turbo-Modus und dann der Strobe-Modus. Das solltet ihr jetzt gesehen haben. So. Und mehr gibt es eigentlich zu der Taschenlampe auch nicht zu sagen. Wir haben in der Taschenlampe drinne, kann ich hier hinten aufschrauben und ist dann 5000 mAh Akku. Ich hatte ja gesagt, von 2,5 Minuten bis 55 Tage ist die Leuchtdauer angegeben von Olight. Muss man sich ausprobieren, ist sicherlich auch temperaturabhängig, wie bei allen anderen Sachen, die mit einem Akku laufen. Das finde ich ist natürlich auch ein, naja, so ein kleiner Nachteil bei einer Taschenlampe, die mit
Akku funktioniert, weil wenn der Akku dann einmal leer ist, dann habe ich entweder andere Akkus bei, was bei dieser Taschenlampe schwierig ist, habe ich das Gefühl, andere Akkus weitere zu besorgen. Anders ist es, und das ist jetzt billigste Reini-Werbung, aber ist jetzt einfach nur mal so, und zwar hier das Knives 4 Backup, Bush Backup, und da gibt es ja diese Universal, oder zum Beispiel gibt es da diese Universal Taschenlampenhalterung, die auch an viele andere Kydex-Scheinen passen. Und bei diesen, nenne ich es mal, Backup-Taschenlampen, die dann dabei sind, da habe ich die Möglichkeit, dann Batterien zu wechseln. Und solche Batterien kriege ich ja überall. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Da kann ich auch mal zwei, drei in der Tasche haben. Bei diesen Akkus, gerade für diese Warrior, sieht es da schon etwas anders aus. Das ist halt etwas schwieriger. Deshalb wollte ich euch das bloß mal zeigen. Es ist trotzdem billigste Reini-Werbung. Aber das nur mal jetzt für die Taschenlampe. Das gilt natürlich für alle anderen Taschenlampen mit Batterie. Ich weiß nicht, wo da Nachteil, Vorteil. Ihr wisst es vielleicht besser. Schreibt es in die Kommentare, was ihr besser findet. Mit Akku, ohne Akku, austauschbar oder nicht. Mit Batterie, wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter. Und ganz wichtig, wenn ihr Bock auf diese Videos habt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Damit helft ihr mir, dem Kanal wachsen, wie auch immer. TikTok bin ich auch am Start. Guckt da auch mal rein, Instagram und Co. Alles unten verlinkt. Damit... Das war's, Olight Warrior 3S. Super Taschenlampe, trotz alledem. Und mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Bis dahin.